Dies sind die Schlagzeilen verschiedener türkischer Zeitungen aus dem Jahr 1989. Sie alle berichteten von einem Dorf, dessen Bewohner dämonische Wesen gesehen haben sollen. Unmittelbar nach diesen Schlagzeilen starben 7 Bewohner des Dorfes auf grausamste Art und Weise. Und bis heute ist noch unklar, was damals genau geschah. In einem kleinen Dorf namens in der Türkei traute sich niemand nach Abendanbruch auf die Straße. Demnach heißt es, dass die Dorfbewohner eines Tages im Jahr 1989 nach Einbruch der Dunkelheit dämonische Wesen zu sehen begannen. Nach diesem Tag änderte sich das Leben aller Dorfbewohner schlagartig. Als dieser Vorfall in den Zeitungen veröffentlicht wurde, begab sich ein Journalist in das Dorf, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er interviewte nahezu das ganze Dorf. Alle behaupteten, die Wesen gesehen zu haben. Allerdings fiel dem Journalisten nichts Ungewöhnliches auf. Insgesamt blieb er 11 Tage im Dorf. Die Frage, wie es sein kann, dass ausnahmslos alle Bewohner von unheimlichen Wesen berichteten, ließ ihn aber nicht los. Nach 11 Tagen beschloss der Journalist, seine Kamera an einen 14-jährigen Jungen zu geben, den er dort kennengelernt hatte. Demnach soll der Bursche vertrauenswürdig und clever gewesen sowie mit der Kamera bestens zurechtgekommen sein. Sobald etwas Paranormales passiert, sollte der Junge versuchen, es aufzunehmen. So fuhr der Journalist wieder zurück nach Istanbul. Einige Tage später geschah allerdings etwas äußerst Außergewöhnliches. An einem frühen Morgen stand die Gendarmerie an der Tür des Journalisten. Als er die Tür öffnete, nahmen die Beamten ihn sofort fest. In 3 verschiedenen Häusern des Dorfes waren demnach 7 Menschen zu Tode zerstückelt worden, darunter auch der Junge, dem der Journalist die Kamera gegeben hatte. Nach langem Verhör waren sich die Beamten sicher, dass der Journalist nichts mit dem Vorfall zu tun haben könnte und ließen ihn frei. Am 3. Februar 1989 wurden aber Kleidungen und ein Notizbuch des Journalisten in einem Wald gefunden. Ab diesem Tag an hat man nie wieder etwas von ihm gehört. Der oberste Offizier bzw. der Hauptmann der örtlichen Gendarmerie, der die Ermittlungen leitete und den Journalisten verhört hatte, beging einige Jahre später Selbstmord. Sein Umkreis berichtet, dass er nach dem Verhör des Journalisten und nachdem er die Aufzeichnungen gesehen hat, nie wieder mehr derselbe war. Insgesamt sollen 3 Kassetten existiert haben. Die ersten beiden Kassetten enthielten Aufnahmen des Journalisten, als er im Dorf war und die Menschen befragte. Diese hatte er mit nach Istanbul genommen. Die 3. Kassette hat die Gendarmerie zusammen mit der Kamera im Dorf gefunden. Diese 3. Kassette soll aber nach dem Verhör verschwunden sein. Auch die anderen Beamten bzw. die Kollegen des Hauptmanns der Gendarmerie haben die Aufnahmen nicht sehen können. Lediglich nur der Hauptmann sowie der Journalist sollen sich die Aufnahmen aus der 3. Kassette während des Verhörs angeschaut haben. Es heißt nämlich, dass alles, was in jener Nacht im Dorf passiert ist, von dem Jungen aufgezeichnet wurde. Die verschwundene 3. Kassette soll übernatürliche und schreckliche Bilder enthalten, die den Betrachter nicht mehr loslassen und zu schlimmen Taten wie Mord oder Selbstmord verleiten. Was in jener Nacht im Dorf passiert ist, wird wahrscheinlich für immer ein Mysterium bleiben. Ob es wirklich Dämonen oder Djinn waren, weiß nur der allmächtige Gott. Klar ist aber, dass es kein normaler Fall war und das Rätsel bis heute nicht komplett gelöst werden konnte.